Willkommen zum zweiten Teil der Analyse eines einstündigen Interviews mit Dr. Rainer Föhmich, das die erste Viertelstunde des Interviews beleuchtet. In der oben in der Beschreibung verlinkten PDF findet sich der gesamte Text dieses Videos, also auch meine Kommentare, die im Text verlinkten Quellen der Fußnoten und einige weiterführende Links, die dem Text nicht direkt zugeordnet sind. Beginnen wir bei Minute 1,54 des Originals. Das Wichtigste ist, dass diese Class Action, die in Kanada anhängig ist, nicht isoliert zu betrachten ist. Sie ist eine von vielen Class Actions. Die nächste wird jetzt für Kinder eingereicht werden. Wir haben gerade mit den kanadischen Kollegen ausgehandelt, zu welchen Bedingungen das laufen wird. Das ist Föhmichs typisches Schwelgen in Superlativen. Viele toll klingende Worte, aber keinerlei konkrete Aussage oder gar die Offenlegung des tatsächlichen Stands der Dinge. Es wird viel versprochen, aber wenig getan. Das wird auch eine internationale Class Action, aber sie ist nicht isoliert zu sehen von allen anderen. Wir wollen dasselbe in den USA machen, in Australien machen, damit sichtbar wird für jedermann, wie viele Menschen hier tatsächlich, sind alle Menschen, Schadensersatzansprüche geltend machen können. Sammelklage für Sammelklage für Sammelklage. Das tröpfelt dahin wie die B&B-Werbung, die früher mit einem ähnlichen Spruch Dröppje vor Dröppje vor Dröppje endete. Da man seine leeren Versprechungen von Mal zu Mal höher hängen muss, werden wir wohl bald den Saturn, den Pluto und die Bewohner des Aldebaran-Systems verklagen, um die Kundschaft bei der Stange zu halten. Wir haben nur angefangen mit den Unternehmern, weil wir bei denen davon ausgegangen sind, dass sie sehr schnell in der Lage sind, konkrete Zahlen zu liefern. Ist ja auch so. Aber alle anderen von den Lockdown-Maßnahmen, von den Maskenmaßnahmen Betroffenen haben ebenfalls Schadensersatzansprüche. Und wenn es nur Schmerzensgeldansprüche sind, die durchaus im angloamerikanischen Rechtssystem, und das brauchen wir als Damoklesschwert auch für die deutsche Justiz, die leider politisch nicht so unabhängig ist, wie manche Leute glauben, das brauchen wir als Damoklesschwert, damit da Druck ausgeübt wird. Man stelle sich das bildlich vor. Halbgott Föhmich zerschlägt mit einem kraftvollen Hieb seines Damoklesschwertes den bösen koronischen Knoten, der das von den Maßnahmen geknechtete Volk fest umschließt. Wie er es zustande bringen will, amerikanisches Recht hier in Deutschland durchzusetzen, lässt er dabei leider offen, wo das doch die wichtigste Frage wäre, die seinen Kunden auf den Nägeln brennt. Danach der gezielte Rundumschlag gegen unseren Rechtsstaat, dem mit einer lapidaren, beiläufig geäußerten Pauschalisierung kurzerhand die Unabhängigkeit abgesprochen wird, worin der kausale Zusammenhang zwischen den einzelnen Satzfetzen besteht, wird uns für immer verborgen bleiben. Denn die deutschen Klagen, die hier anhängig sind, das sieht man schon, werden geschoben und geschoben, weil offenbar die andere Seite Angst davor hat, sich mit den Kernfragen, um die es gehen wird, nämlich was kann der PCR-Test, gibt es überhaupt asymptomatische Infektionen oder haben wir gar keine Infektionen mit irgendeinem neuen Virus, weil offenbar die andere Seite Angst davor hat, dass das per Beweisaufnahme und dann eben unwiderlegbar rauskommt. Aber sicher doch. Alle haben vor dem großen Dr. Föhmich Angst und tun alles, um nicht mit seiner wahrsten Wahrheit aller wahren Wahrheiten konfrontiert zu werden. Unser Doktor verschweigt, dass er nur Zivilklagen eingereicht hat, bei denen es keinen Staatsanwalt gibt, der sich bremsend in den Prozess einmischen könnte. Verzögerungen sind also bestenfalls der Auslastung des Gerichts geschuldet, das unser Doktor sich ausgesucht hat. Dass es irgendein Gericht interessieren würde, was es zu verhandeln hat, ist eine Schutzbehauptung der Kläger, die sehr genau wissen, dass sie mit ihrem Glaubensbekenntnis der Schwerdenker, das Dr. Föhmich hier einmal mehr rezitiert, vor einem ordentlichen Gericht keine Chance haben. Seine ständig wiederholte Behauptung, die PCR-Tests könnten eine Infektion nicht nachweisen, es gäbe keine asymptomatischen Infektionen und das Anzweifeln, ob das SARS-CoV-2-Virus überhaupt existiere, eine Vereinfachung der Eckertschen Religion der nicht existierenden Isolate, ist eine reine Faktenleugnung um des Leugnens willen. Da geht es schon lange nicht mehr um belegbare Tatsachen, sondern nur noch darum,
die eigenen Märchen in den Staat von Fakten zu erheben, über die einzig die Schwerdenkerbewegung die absolute Deutungshoheit besitzt. Die sind schon anhängig, die Klagen. Die wurden geschoben. Wie ist da der Stand? Also die beiden deutschen Klagen, die im Moment anhängig sind, sind einmal gegen Herrn Drosten und einmal gegen diese berüchtigte Profi-Verleumdertruppe Volksverpetzer anhängig, beide beim Landgericht Berlin. Wer den Text der angeblichen Klage gegen Professor Drosten genau liest, stellt auf Seite 17 und 18 fest, dass es sich nur um eine Abmahnung mit Schadensersatz und Unterlassungsaufforderung handelt. Es gibt nirgendwo ein Aktenzeichen, das bei einer vor Gericht eingereichten Klage normalerweise vergeben wird, noch hat die Kanzlei Föhmich je einen Verhandlungstermin veröffentlicht. Es genügt schon, dass Professor Drosten gar nicht reagiert oder die Forderung der Green Mango GmbH schriftlich ablehnt, um die Kanzlei Föhmich in Zugzwang zu bringen. Die hätte nach Verstreichen der gesetzten Frist am 22.12.2020 aktiv werden und beim zuständigen Gericht eine Klage auf die Erfüllung ihrer Forderungen einreichen müssen. Da das offensichtlich nicht geschah, dürfte die Sache inzwischen, 7 Monate nach Ablauf der gesetzten Frist, verjährt sein. Dr. Föhmichs Herumreiten auf der angeblichen Drosten-Klage ist also reine Propaganda ohne einen realitätsbezogenen Hintergrund. Im Fall Wodak gegen Volksverpetzer wurde Klage erhoben. Es liegt ein Aktenzeichen vor und ein Verhandlungstermin wurde anberaumt. Wer sich die Klageschrift genau anschaut, wird sehr schnell feststellen, dass die Klage sich weniger an der persönlichen Interessen des Herrn Wodak orientiert, sondern eher dazu dient, Professor Drosten, den PCR-Test an und für sich und die Bundes- und Landesregierungen zu diskreditieren und ihnen unhaltbare Dinge zu unterstellen. Bereits Punkt O, der erste Punkt der Klagebegründung, ergeht sich in Ausführungen über Bill Gates, den angeblichen Great Reset und andere abstruse Verschwörungsmythen der QAnon-Sekte, die Glaubwürdigkeit des Klägers stark beschädigt. Insgesamt ist es eine reichlich zusammenhanglose Klageschrift, die dem Kläger mehr schadet, als sie ihm nutzt. Letztendlich dient auch diese Klage einzig und allein der Propaganda. Auffallen um des Auffallens willen, um die größtmögliche Publicity zu erhalten. Das war ein bisschen seltsam, weil die erste Klage eigentlich sofort zugestellt wird, innerhalb von 2 Wochen oder so sollte das passieren, ist aber nicht passiert, sodass die Volksverpetzer, die da offenbar über bessere Kenntnisse verfügten als wir, vielleicht haben die einen kurzen Draht zum Gericht. Eine infame Verleumdung, die unterstellt, dass das Landgericht Berlin zu Ungunsten des Klägers mit dem Beklagten fraternisiert. Das ist nicht nur dem Volksverpetzer gegenüber ehrenrührig, sondern verunglimpft auch das Landgericht Berlin, indem es ihm unterstellt, parteiisch zu sein. Also, dass die Volksverpetzer in der Gegend rumliefen und sagten, die Klage gibt's gar nicht, die ist nicht zugestellt. Das lag daran, das haben wir dann festgestellt, als wir angerufen haben, dass offenbar versehentlich, so wurde das behauptet, glauben tue ich es nicht, aber offenbar versehentlich unsere Kostenzahlung, die Einzahlung der Gerichtskosten, als Schlusszahlung gewertet worden sei. Das wurde uns dann erklärt, sodass die Akte zugemacht wurde. Dieses Märchen kann man glauben oder auch nicht. Wer Dr. Föhmich kennt, wird wissen, dass von seiner Seite selten einmal etwas geäußert wird, das nachweislich richtig ist. Mehr Sorge nicht. Nun, wir haben es ja in Anschub gebracht und die Sache ist jetzt zugestellt, auch die zweite. Wie gesagt, zu der berühmten Drosten-Klage gibt es ausschließlich den Text der Abmahnung. Alles, was sonst bekannt ist, sind die nebulösen Andeutungen Dr. Föhmichs. In Wirklichkeit weiß Herr Föhmich sehr genau, dass er mit einer Klage gegen den Experten, dessen Expertise er in jedem zweiten Satz in Frage stellt, keinen Blumentopf gewinnen kann. Es ist für ihn also wesentlich einfacher, so zu tun, als ob, um den Schein zu wahren und weiterhin ungehindert hetzen zu können. Beide bei derselben Kammer des Landgerichts Berlin wurden dann aber nicht terminiert, wie man üblicherweise meinen würde, so innerhalb von 2, 3, 4 Monate, sondern es wurde auf den 9.11. diesen Jahres terminiert. Wartezeiten gibt es in allen möglichen Branchen. Bei Anwalt Jun, der den Volksverpetzer vertritt,
wird das mit dem Termin etwas anders besprochen. Der sagt nämlich, dass es Dr. Föhmichs Absicht war, dass der Verhandlungstermin zu spät anberaumt wurde. Zudem behauptet Föhmich hier, die Abmahnung für Professor Drosten ebenfalls eingereicht zu haben. Von welcher zweiten Klage sollte er sonst wohl reden? Ohne einen Verhandlungstermin für diese zu benennen, obwohl die gegen Professor Drosten direkt gerichtete Klage für seine Klientel doch eine weit größere Bedeutung als die gegen den im Vergleich dazu unbedeutenden Volksverpetzer hätte. Sodass wir jetzt mit anderen Mandanten in anderen Gerichten auch mit Eilverfahren arbeiten werden, und zwar mit zivilgerichtlichen Eilverfahren. Das wird von Anwalt Jun auch so gesagt. Föhmich hat seine Klage bewusst so gestellt, dass sie erst mit einiger Verzögerung verhandelt würde. Ich persönlich davon ausgehe, dass die Verwaltungsgerichte schon lange ihre Unabhängigkeit verloren haben, wenn sie sie jemals hatten. Also ein Vorgehen in den Verwaltungsgerichten dürfte grundsätzlich aussichtslos sein. Das ist nun schon der zweite Versuch, unser Rechtswesen zu diskreditieren. Dr. Föhmich behauptet hier allen Ernstes, unsere Verwaltungsgerichte wären weisungsgebunden, ohne diese Unterstellung auch nur ansatzweise mit Fakten zu belegen. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass Dr. Föhmich Teil unseres Rechtssystems ist, eine sehr bedenkliche Aussage, die an den Pfeilern sägt, auf die unser Rechtsstaat aufgebaut ist. Ist das der Arbeitsbelastung bei den Gerichten geschuldet oder lässt sich dahinter eine Verzögerungstaktik vermuten? Das ist natürlich Spekulation. Die Arbeitsbelastung bei den Gerichten kann nicht so groß sein. Jedenfalls nicht bei den Zivilgerichten. Bei den Verwaltungsgerichten macht das sein. Aber wie gesagt, das spielt sowieso keine Rolle, ob man dahin geht oder es bleiben lässt. Das Geld da ist weggeworfenes Geld. Der dritte Versuch in Folge, unseren Rechtsstaat zu beschädigen. Betrachtet man die Angelegenheit nüchtern, hätte Dr. Föhmich nur die Terminliste des Berliner Landgerichts anschauen müssen, um zu erfahren, wann seine Klage ungefähr verhandelt werden wird, um sie bei Bedarf zur Eilklage zu machen, was möglicherweise mit höheren Kosten verbunden, aber angebracht wäre, wenn ihm und seinen Mandanten die Zeit derart auf den Nägeln brennt. Also wir gehen davon aus, dass diese späte Terminierung schlichtweg was damit zu tun hat, dass die andere Seite, die ja auch Zugriff nimmt auf manche, nicht alle, aber auf manche Gerichte, dass die andere Seite genau weiß, dass diese zentrale Frage, kann der PCR-Test, wie Herr Drosten behauptet, tatsächlich was über Infektionen aussagen, dass diese zentrale Frage besser nicht beantwortet werden sollte, weil sie kann nur in unserem Sinne beantwortet werden. Es haben ja inzwischen die paar Gerichte, die sich mit dieser Frage befasst haben, auch zugestanden. Eine weitere Verdrehung der Tatsachen. In keiner bisherigen Klage ist der PCR-Test Gegenstand der Klage. Um gegen den PCR-Test an und für sich vorgehen zu können, muss man den auch zum Klagegegenstand machen. Zum Beispiel mit der Klage auf ein einstweiliges Verbot der PCR-Tests an einem konkreten Ort. Also es gibt eine super tolle Entscheidung, auch mit der richtigen Konsequenz, aus Portugal. Dem lag aber keine Beweisaufnahme zugrunde. Die haben schlichtweg sich die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, angesehen und haben gesagt, nö, der PCR-Test kann keine Infektion feststellen. Und ich glaube, es waren 4 deutsche Touristen, die davon betroffen waren. Einer von denen war dann quasi eingelocht worden in Quarantäne und hat dann gesagt, auf dieser Grundlage eines Tests, der gar nichts über Infektionen aussagen kann, können wir niemanden in Quarantäne packen. Was Dr. Föhmich hier verschweigt, ist die Fortsetzung des Falls in der portugiesischen Justiz. Ähnlich dem Familienrichter in Weimar droht den beiden Richterinnen dort ein Disziplinarverfahren wegen Amtsanmaßung. Zudem haben sie die von ihnen angeführten Studien ohne Übersetzer aus dem Englischen übernommen und aufgrund dieser angeblichen Übersetzung gravierende Fehlinterpretationen zur Grundlage ihres Urteils gemacht. Schöne Entscheidung, weltweit auch sehr oft benutzt worden. Ernsthaft? Was soll an einem inkompetenten Urteil schön sein, das umgehend von der für die 2 Richterinnen zuständigen Aufsichtsbehörde kassiert wurde? Dass Gefälligkeitsurteile bei der weltweiten Gemeinschaft der Verschwörungsmystiker auf fruchtbaren Boden fallen und freudig in den Kanon der alternativen Fakten aufgenommen werden,
war hingegen abzusehen. Wer diese geschönte Version ohne Aufzählung des Fortgeschehens weiter verbreitet, gibt damit ein Statement ab, wes Geistes Kind er ist. Hier in Deutschland hat dann in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, das ich meine OVG in Münster war es, ebenfalls festgestellt, ja, kann schon sein, dass die PCR-Tests keine Infektionen feststellen können, aber ist egal, denn das RKI sagt ja, dass die Lage ernst ist. Das ist frei erfunden. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen stellt sehr eindeutig klar, dass sich mit einem PCR-Test zwar keine Infektiosität im Einzelfall feststellen ließe, man weiß schlicht und ergreifend nicht, in welcher Phase der Infektion der Getestete ist, stellt aber klar, dass das weder Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit des PCR-Tests noch auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen zuließe. Klammer auf, mein Kommentar, wie blöd muss man sein, um einen derartigen Stuss zu Papier zu bringen, denn das RKI mit seiner Einschätzung basiert ja gerade auf den PCR-Test. Und wenn die keine Infektion feststellen können, dann nützt es mir nichts, wenn ich sage, die können das nicht, aber das RKI sagt, die können es doch, also Stuss. Wie es aber bei deutschen Gerichten mich schon lange nicht mehr wundert. Das ist frei erfundener Schmonz, den man nirgendwo in besagtem Urteil findet. Dr. Fömichs unverhohlener Hass gegen unser Rechtssystem muss schon sehr ausgeprägt sein, wenn er es nötig hat, mit derartigen Lügen angreifen zu müssen. Da gibt es aber auch andere, um das auch nochmal ganz und gar deutlich zu betonen. Da gibt es eine große Gruppe, eine immer größer werdende Gruppe von Richtern und Staatsanwälten, die haben verstanden, dass es hier auch um die Abschaffung ihrer Jobs geht, wenn sie den Rechtsstaat abschaffen lassen. Und das ist ja offensichtlich, dass das derzeit versucht wird mit all den Maßnahmen, die von den Verwaltungen und von den Regierungen erlassen werden, die teilweise offensichtlich verfassungswidrig sind, die aber bislang nicht eingebremst worden sind. Das hört sich schwer nach einem Aufruf zur parteiischen Rechtsprechung im Sinne der Schwerdenker an. Dr. Fömich bewegt sich hier am Rande dessen, was man als Aufruf zur Insubordination und Anstiftung zur Verletzung des Diensteides bezeichnen könnte. Also bei unserem Verfassungsgericht braucht man auch keine Hoffnung zu haben, dass die irgendwas einbremsen, nicht unter dieser Führung. Und einmal mehr die Unterstellung, unsere Gerichte würden weisungsgebundene Urteile fällen. Eine Lüge wird durch ständige Wiederholung aber nicht zu einer wahren Aussage. Aber die Österreicher sind da ja einen Schritt weiter gewesen, haben eine wunderbare Entscheidung, wonach all diese Maßnahmen, diese Anti-Corona-Maßnahmen verfassungswidrig sind. Nur da hat sich die Regierung mit diesem Kinderjungen oder dieser Herr Kurz nicht drum gekümmert. Die machen einfach weiter, als würde sie das nicht interessieren. Merkwürdig, ob da noch was von Gewaltenteilung übrig ist. Aber die Kollegen in Österreich sind sehr, sehr gut aufgestellt, sind kluge Leute, die sich auch durchsetzen können. Also die machen weiter und die werden das auch schaffen. Eine euphorische Aussage mit fragwürdigem Wahrheitsgehalt. Das Einzige, was die Kollegen in Österreich erreicht haben, war die Feststellung des Gerichts, dass die allgemeine Ausgangssperre im entsprechenden Gesetz schlampig formuliert und damit nichtig war und man beim bestehenden Gesetz nur über genau definierte Orte ein Aufenthaltsverbot verhängen könne, nicht aber für das gesamte Staatsgebiet oder einzelne Städte. Die Rüge der schlampigen Arbeit des Gesetzgebers als einen Sieg zu feiern, zeugt bestenfalls von der Abgehobenheit derjenigen, die das tun. Nichts ist einfacher, als einen Gesetzestext den Hinweisen des Gerichts entsprechend nachzubessern. Die üble Verunglimpfung eines ausländischen Regierungschefs ist ein ad hominem der Extraklasse. Ja, die Sache mit Herrn Drosten, das ist schon eine äußerst zweifelhafte Geschichte. Was für einen genauen Hintergrund er akademisch hat, weiß keiner so genau. Es wurde immer wie selbstverständlich von Professor Dr. Drosten gesprochen, so wie ja immer wie selbstverständlich von der Pandemie gesprochen wurde, ohne dass irgendwann jemand mal gesagt hätte, gibt es überhaupt eine Pandemie? Wie gefährlich ist das Virus? Die Pseudo-Argumente, die ad nauseam vorgebracht werden, um Professor Drostens Reputation zu beschädigen, sind inzwischen so oft widerlegt worden, dass ich mir das hier aus Zeitgründen spare. In den verlinkten Quellen findet sich für jede hier von Dr. Fömich vorgebrachte Unterstellung
ein Faktencheck, der die Nichtigkeit der frei erfundenen Behauptungen nachweist. Zudem demonstriert man mit Fragen wie denen, die Dr. Füllmich stellt, bestenfalls, dass man die Fakten entweder nicht kennt oder sie wissentlich abstreitet und gegen die eigenen alternativen Fakten zu ersetzen versucht. Was wir inzwischen wissen, ist, dass extremste Zweifel angesagt sind, sowohl an der Person von Herrn Drosten als auch an dem, was er sagt. Denn wenn ich jemanden als Lügner entlarven kann für seinen persönlichen Hintergrund, im Gericht wird ja der Zeuge auch zuerst nach seinen persönlichen Daten gefragt. Ne? Wie alt sind Sie, wo kommen Sie her, wie heißen Sie, was sind Sie vom Beruf oder so. In Zivilklagen wird keinesfalls der persönliche Hintergrund erörtert, sondern nur die Personalien festgestellt, um sicherzustellen, dass tatsächlich die Person anwesend ist, die geladen wurde. Wenn ich also da schon lüge. Falschangaben vor Gericht werden ähnlich wie ein Meineid geahndet. Niemand wird bereits bei der Personalienfeststellung eine Gefängnisstrafe wegen falscher Angaben riskieren. Und hier spricht sehr viel dafür, dass er tatsächlich keine Dissertation abgeliefert hat, sondern dass die erst in 2020 als zwei Wissenschaftler, ein Historiker und ein Chemiker, versucht haben, mal rauszukriegen, wer der Typ eigentlich ist. Dass diese Dissertation erst in 2020 zusammengeschustert wurde. 10 Sekunden Recherche im Internet hätten Dr. Füllmich davor bewahrt, einmal mehr die Lügen der Schwerdenkerbewegung zu rezitieren. Hat seine Kanzlei keine Rechercheabteilung, die ihre Galionsfigur davor bewahrt, in der Öffentlichkeit eine Falschaussage nach der anderen zu machen? Außerdem gibt es erhebliche Nachweise oder konkrete Hinweise darauf, dass es hier auch finanzielle Interessenkonflikte gibt. Außerdem ist seine Credibility, seine Glaubwürdigkeit auch schon dadurch angeschlagen, dass er ja vor 12 Jahren schon mal im Zuge der sogenannten Schweinegrippe eine Pandemie, die damals, nachdem der Pandemiebegriff in der Definition geändert wurde von der WHO, sodass jetzt praktisch jeder Schnupfen, der weltweit unterwegs ist, zu einer Pandemie gemacht werden kann, dass er damals auch schon mit Horrormeldungen auffiel, zusammen mit seinem englischen Kollegen Neil Ferguson, der ebenfalls inzwischen keinerlei Glaubwürdigkeit mehr hat. Die sprachen da von Millionen Toten, wenn nicht sofort alles geimpft wird, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Eine Lüge jagt die nächste, um allen, einschließlich der WHO, die Reputation abzusprechen und sich selbst zur Instanz mit der einzig wahren Deutungshoheit zu erklären. Wer ist Dr. Füllmich, sich selbst über sämtliche Fachwissenschaftler der Welt zu stellen? Hätte er in der gegebenen Situation nicht ebenso gehandelt, da Vorsorge besser ist, als durch abwartende Politik Millionen Todesopfer zu riskieren? Wenn hier jemand seine Credibility verloren hat, dann unser Dr. Füllmich. Da wurden dann auch Impfstoffe gekauft zu bis heute geheim gehaltenen Verträgen zwischen den zwischen den Herstellern und den nationalen Ländern. Diese Impfstoffe wurden auch verimpft. Glücklicherweise hier in Deutschland weniger, aber das Resultat war, dass in Skandinavien, ich glaube heute 1300 Kinder, die sind natürlich jetzt erwachsen oder fast erwachsen, dass 1300 Kinder schwerbehindert sind und zwar lebenslänglich und leiden unter Narkolepsie. Dass Verträge mit der Privatwirtschaft immer der Geheimhaltung unterliegen, sollte eine Koryphäe der Jurisprudenz wie Dr. Füllmich eigentlich geläufig sein. Narkolepsie ist keine Behinderung, sondern eine chronische Krankheit. Zudem ist diese Häufung von Narkolepsie ausschließlich in Schweden aufgetreten. Hier, ohne genaue Erforschung, einen kausalen Zusammenhang mit dem Impfstoff zu konstruieren, ist reine Spekulation. Damals ist das Ganze aufgeflogen, letztlich wohl nur, weil Dr. Wodak, der langjährige Leiter eines Gesundheitsamtes in Schleswig-Holstein und Lungenfacharzt, dass der damals aufgrund seiner noch vorhandenen politischen Macht, der war ja Bundestagsabgeordneter und er war Mitglied des Europäischen Rates, das hat auffliegen lassen, sodass am Ende klar war, was da von der WHO und anderen, Drosten ist einer davon gewesen, als Pandemie inszeniert wurde, ist eine milde Grippe. Wodaks Aussagen sind seit seinen Äußerungen in der Pandemieleugner-Szene nicht mehr ernst zu nehmen. Der Untersuchungsausschuss übte zwar deutlich Kritik,
die zur Änderung führte, hat aber nie Aussagen zu einer hier von Dr. Föhmich unterstellten Bestechlichkeit Professor Drostens gemacht. H1N1 ist zudem alles andere als eine milde Grippe. Es sind weltweit immerhin mehr als eine 500.000 Menschen daran gestorben. Daraufhin wurden diese Impfstoffe, die vorher teuer eingekauft worden waren, für teures Geld wieder vernichtet. Aber wie gesagt, 1.300 Menschen haben wegen dieser Panikmache des Herrn Drosten, des Neil Ferguson, der WHO, schwerste gesundheitliche Schäden. Und auch jetzt sehen wir ja schon, dass diese sogenannten Impfungen, die in Wahrheit genetische Experimente mit niemals getesteten neuen Stoffen sind, dass das schon zu massiven Nebenwirkungen einschließlich einer ganzen Vielzahl von Todesfolgen führt. Das geballte Unwissen des Dr. Föhmich. Narkolepsie ist, vergleichbar mit Epilepsie, kein gesundheitlicher Schaden, wie zum Beispiel der Verlust beider Nieren, sondern eine behandelbare Krankheit, die man mit Medikamenten sehr gut in den Griff bekommen kann. Die Schuld an den nur in einem einzigen Land auftretenden Spätfolgen dann aber denen zuzuschieben, die Maßnahmen gegen die Verbreitung einer weltweiten Pandemie ausarbeiten mussten, ist einfach nur dumm. Absolut nicht nachvollziehbar ist der abrupte Sprung von 2009 auf heute und die Behauptung, die aktuellen Impfungen gegen Covid-19 seien genetische Experimente, die massive Nebenwirkungen hätten und zu einer Vielzahl von Todesfolgen führten. Eine derart abstruse Behauptung sollte man dann schon mit sehr gut abgesicherten Fakten untermauern können, um das Gesicht zu wahren. Aber wie kann das eigentlich sein, dass damals diese Impfstoffe zu geheimen Verträgen gekauft wurden? Ja, eigentlich hätte das nicht sein dürfen, denn diese Verträge, die Kaufverträge für die Impfstoffe wurden ja bezahlt mit Steuergeld, sodass natürlich der Bürger, der Steuerzahler ein berechtigtes Interesse daran hat, festzustellen, was steht denn da drin in den Verträgen. Einer Koryphäe der Jurisprudenz wie unserem Dr. Rainer Föhmich sollte § 6 des Informationsfreiheitsgesetzes eigentlich bekannt sein, der da sagt, der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit welcher Begründung das bis heute geheim gehalten wurde, aber das ist für mich nur ein weiterer Beleg dafür, dass das ganze System und nicht nur Teile davon so verrottet ist, dass wir es nicht mehr reparieren können. Diese Begründung sollte ein begnadeter Anwalt wie der Herr Dr. Föhmich aus dem Ärmel schütteln können. Da er mit seinem eigenen Fachgebiet offensichtlich nicht ganz firm ist, wälzt er die Schuld dann lieber auf ein imaginäres System ab, dass er so abgrundtief hasst, dass er es gern zerstören lassen würde. Wir müssen was Neues aufbauen. Wir müssen auf allen Ebenen, Gesundheit, Finanzen, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, auf allen Ebenen müssen wir was Neues aufbauen. Da kann man vielleicht noch einen Teil der Strukturen benutzen, aber das System ist kaputt, durch und durch korrupt. Das ist das Ergebnis, was man ohne weiteres auch jetzt offen darlegen sieht. Immer deutlicher. Soll das ein Aufruf zu einem gewalttätigen Umsturz sein? Hat sich der Bund der Steuerzahler schon dazu geäußert? Ja, ich habe nichts gehört. Wäre natürlich genau der richtige Job oder auch der Rechnungshof könnte mal da reingucken. Was habt ihr denn da gemacht? Der Bund der Steuerzahler hat Zugriff auf Dokumente, die normalen Bürgern nicht zugänglich sind. Wenn die nichts moniert haben, geht ein normaler Mensch eigentlich davon aus, dass da auch nichts war. Der Verschwörungsmystiker Dr. Föhmich hört aber sofort geheime Absprachen und Klüngelei. Man könnte auch genauso jetzt in diese PCR-Tests reingucken. Wieso bezahlen die Krankenkassen PCR-Tests, die in ihrer Wirksamkeit überhaupt nicht getestet worden sind? Das ist eine vorsätzliche Lüge. Seit Oktober 2020 gibt es deutschlandweit Richtigstellungen dieser Falschaussage. Wer diese Falschaussagen im Juni 2021 immer noch zum Besten gibt, verbreitet mit voller Absicht Fake News.
In den USA jedenfalls ist es so, dass sowohl die sogenannten Impfungen, die bekanntlich keine sind, selbst wenn zu 100% Placebos in den Spritzen wären, nennt man das Einbringen von Flüssigkeiten in den menschlichen Körper mittels einer Nadel Impfung. Lernt Deutsch, Dr. Föhmich. Als auch die PCR-Tests nur eine sogenannte Emergency Use Authorization haben, also nur eine Notfallzulassung, weil man eben, weil es keine Studien gibt für die Wirksamkeit. Für die Wirksamkeit der sogenannten Impfungen, also dieser genetischen Experimente, gibt es extrem widersprüchliche Meldungen und über die Nebenwirkungen, beides muss ja getestet werden im Rahmen einer Studie. Ne? Wirksamkeit, wenn es nicht wirksam ist, brauche ich es nicht. Und Nebenwirkungen, Gefahren. Jemand, der derartiges Kauderwelsch redet, wird schnell selbst nicht mehr wissen, was er sagt. Da gibt es keine Studie, sondern das, was jetzt gerade läuft, das ist die Studie. Besser kann man nicht demonstrieren, dass man von der Sache, über die man stundenlang palavert, keinen blassen Schimmer hat. Wer ernsthaft behauptet, ein Impfstoff würde erst in der laufenden Impfkampagne getestet, hat von den Sicherheitsbestimmungen und dem Zulassungsprozedere keine Ahnung. Da fragt man sich, wie jemand ohne jegliche Kompetenz in der zu behandelnden Materie erfolgreich einen Prozess bestreiten will, bei dem er gegen etliche Experten der Gegenseite bestehen soll. Wir haben das gesehen, weil wir von einem unserer Kollegen einen Teil der Verträge zwischen den der israelischen Regierung und der und BioNTech/Pfizer gesehen haben. Und danach läuft jetzt gerade eine medizinische Studie am lebenden Objekt, nämlich mit der israelischen Bevölkerung, der natürlich genauso wie unserer gesagt wird, ist alles sicher, kann nichts schiefgehen. Dass da leider eben jetzt 40 mal mehr Menschen jenseits der 80 nach Impfung sterben als vorher mit Corona, das will man nicht so richtig wahrhaben. Wenn ein inkompetenter Anwalt inkompetente, selbsternannte Experten zitiert, kann nur Unfug dabei herauskommen. Dieses Schauermärchen wird von Korrektiv bis ins letzte Detail widerlegt. Den Link findet man unter Punkt 19 in der PDF. Und das, glaube ich, 260 Mal in den jüngeren Kategorien, 260 Mal, vielleicht ist auch noch mehr jüngere Menschen nach Impfung sterben als vorher mit Corona, will auch keiner richtig wissen. Das mag daran liegen, dass kaum jemand, bestenfalls jeder Tausendste, an den Lügenmärchen des Herrn Dr. Föhmich interessiert ist. Aber die Bevölkerung selber spürt es immer deutlicher, sieht es, weil den einzelnen Angehörigen entgeht das ja nicht. Ne? Also... Hier in meinem Umfeld spürt niemand, dass es den anderen Nachbarn schlecht ginge. Man kann sich mit einer gegebenen Situation abfinden und arrangieren, oder man dreht hohl, wie es die Sekte der Schwerdenker tut. Keiner lügt feiner als der Dr. Rainer. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!